Hallöchen, liebe Freunde, willkommen beim Digitalfuchs. Ich wollte euch mal eben schnell das neue Auto in Rocket League vorstellen aus der Sapphire-Kiste. Und ja, wir schauen es dir nochmal so ein bisschen in Ruhe an. Für alle, die es jetzt so in der Kiste noch nicht gesehen haben bei mir, ja, gehen wir nochmal so einmal rundherum. Von hinten sieht er richtig, richtig nice aus. Seite geht so ein bisschen Werwolf-mäßig. Ich habe jetzt bewusst einfach nur die OM-Räder draufgelassen, dass das jetzt nicht so ein bisschen von dem Wagen ablenkt. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, was wir da im Prinzip so für Decals drauf machen können. So, er hat nicht viel dabei. Flammen. Ja, kann man machen. Fledermaus, Junge. Okay. Sieht schon ganz nice aus. Ich weiß nicht, wie man mit sowas rumfahren will. Gruseliger Baum hatte ich so schon noch. Kalter Pulli. El Ita. So, irgendeine italienische Anspielung sein, können wir gerne in die Kommentare schreiben, falls ich irgendeinen Insider-Witz jetzt nicht verstanden habe. Aber sieht auf jeden Fall ganz nice aus. So gefällt er mir ganz gut. So könnte man ihn auch gut fahren. Silver. Ja, kenne ich jetzt auch nicht so den großen Unterschied irgendwie. Dann Streifen. Streifen ist so das Must-Have. Streifen gefällt mir eigentlich fast am besten. Ist so relativ dezent. Das wäre jetzt Tora, klar. Und Whiteout. Ja, sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, eigentlich ganz nice. So, aber Streifen gefällt mir jetzt so persönlich am besten. Da werden wir mal gucken, was wir so mit den Lackierungen anstellen können. Aber so wäre eigentlich ganz nice. Hier mit Anodized, so könnte man sich eigentlich damit blicken lassen. Cool ist auch, dass man hier die Streifen natürlich dann beliebig nochmal painten kann. Ist ja klar. War eigentlich immer so. Und hier haben wir auch nochmal die gleiche Möglichkeit. Also so eigentlich ganz nice, muss man sagen. Da kann man so ein bisschen seine Lieblingsfarbe einstellen. Mich erinnert der Wagen irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, an Lamborghini oder ja, irgendwie so viele Sachen habe ich schon gelesen, hier McLaren oder so. Wenn ihr wisst, an was dieses Auto erinnern soll, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt nicht so die große Ahnung, was das wirklich darstellen soll. Beim Jäger ist es relativ eindeutig. Hier, ja, wie gesagt, die Hitbox ist eigentlich auch ganz nice, gefällt mir soweit ganz gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das neue Auto so gefällt. Ob ihr sagt, ja, wäre jetzt was für mich oder sagt, nee, ist jetzt überhaupt nicht so mein Ding. Ja, wird mich mal auf jeden Fall interessieren. Mir gefällt eigentlich ganz gut, aber haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, sage ich jetzt mal. Es ist nicht die große Überraschung geworden, aber eigentlich ganz hübsch. So, wie gesagt, bis dahin, liebe Freunde, haut auf den Like-Button, gerne kommentieren, liken, abonnieren, alles. Haut rein. Tschüssi.